Was machst du da? Dass alle Tücher rauskommen. Guten Morgen, ihr Lieben. Heute ist Montag und wir sind schon im Auto, denn wir fahren jetzt gleich zum Frauenarzt. Wir haben um 10 Uhr einen Termin zur Blutabnahme, dann zum Ultraschall. Roy hat heute frei, also den Tag hat er sich so gelegt, dass falls ich halt alleine zum Frauenarzt muss, oder immer zum Frauenarzt muss, hat er immer so gelegt, dass er auf die Kleine aufpasst. Aber beim letzten Mal haben wir gefragt und er darf dabei sein. Denn es kann sein, dass wir heute das Geschlecht erfahren. Deswegen hatte ich letztes Mal gefragt, ob da die Corona-Zahlen wieder steigen. Habe ich jetzt vorher nochmal angerufen, aber es ist keiner rangegangen. Also ich hoffe, wir bleiben noch bei dem Wort. Wenn nicht, dann muss er halt spazieren gehen mit der Kleinen. Okay, Leonie. Ja, jetzt holt ihr die ganzen Tücher raus. Ja, wir stehen gerade vom Kaufland, denn wir holen für die ganze Praxis etwas zum Frühstück und für die Kleine was zum Knabbern, falls es länger dauert. Wir sind auf jeden Fall mega aufgeregt heute. Ich bin eigentlich immer aufgeregt, aber heute ist, ja, keine Ahnung, so eine andere Aufregung. Letzten Male war es ja immer Angst. Jetzt spüre ich das Baby. Das ist nicht so eine Angst, dass das irgendwas sein könnte. Klar könnte irgendwas rauskommen, was wir nicht hören möchten, aber ja, egal. Ihr wisst schon, was ich meine. Ich bin halt, das ist halt eine andere Aufregung heute, aber ich bin immer aufgeregt. Ja, das ist mega warm. Ich glaube, heute soll es sogar Unwetter geben. Oh, heute Nacht hat es so geknallt. Oh mein Gott, ich habe mich so erschreckt. Die Kleine auch ist wach geworden. Es hat so geknallt. Ich dachte, oh mein Gott, der Blitz hat im Haus eingeschlagen. Es war so laut, es war noch nie so laut. Richtig brutal war das heute Nacht. Da ist er. Mit Frühstück und Getränken. Warte mal, das machen wir mal. Für dich? Wer ist das? Wie heißt die? Tinkerbell. Ladybug, oder? Tinkerbell. Boah. Was hast du geholt? Ja, hier so mit Quark, mit Kirsch, mit Apfel. Sehr gut. Und vier Berliner gefüllt mit Marmelade. Und für Leonie? Ja, warte, ja, ich mach das Salz ab. Das sieht schon aus. Da, sie zeigt schon mit dem Finger und Mund. Super. So, dann fahren wir mal los, ne? Ja, halt so, Martha, ne? Ja, super. Okay. So, wir sind wieder im Auto. Dem Baby geht es gut, Gott sei Dank. Sie hat jetzt nach dem Bauch, nach dem Kopf, nach der Größe, nach dem Gewicht geguckt. Fast 200 Gramm. Und was 16,2 cm, gell? Mhm. Also über 20 cm, also komplette Baby, ne? Die messen ja immer nur vom Kopf bis zum Popo. Weil die Beine nicht gerade sind. Ja. Ja, auf jeden Fall hat sie das Baby aufgeweckt, hat nach dem Geschlecht geguckt und konnte aber noch nicht hundertprozentig sagen. Genau. Mann. Also. Ja, aber das Wichtigste ist, dass dürfen beide noch hoffen. In ja. Ihre Richtung. Und was wollte ich noch sagen? Ja, das Baby hat geschlafen, als sie mit dem Ultraschall angefangen hat. Und dann hat sie so drum gedrückt, dass das Baby aufgeweckt hat. Wir haben auch ein 3D-Bild bekommen. Warte, nee, zwei, doch 3D. Doch ein 3D-Bild haben wir bekommen. Kann ich euch ja mal ganz kurz zeigen. Moment. Mama. Trinken. Hast du wieder zugemacht? Baby macht Kacke. So, Moment. Mal kurz hier den Namen abdecken. Ich hoffe, ihr seht es. Mama. Voll süß. Mama, kann man erkennen, ne? Das ganze Gesicht. Und die Schulter und die Hand. Kleine Stupsnase wie Leonie. Voll süß. Ja, Mama macht schon auf. So, und jetzt fahren wir zu Mömax. Nach den Stühlen gucken für den Tisch. Genau, wir haben schon gemessen. Wir brauchen ein bisschen höher, weil der Tisch ein bisschen höher ist. Bitte frag nochmal. Okay. Jetzt denkst du noch mal ganz scharf nach über deine erste Antwort. Wer ist das? Papa. Okay. Geil. Gib kein Taschengeld. Papa. Papa. Was ist aus dem Kind geworden? Kann ich nicht mehr. Verstehe ich nicht. Kann ich nicht nachvollziehen, was das soll. Oh, geil. Gib euch so eine Mühe und dann kommt Papa. Oh. Und das schreibt vorher seine Leute an. Mhm.
Die Lampe ist ja cool hier. Kostet die? 180 Euro. So schön. Ah, siehst du? Aber das sind kleine. 79 auf 39. Das sind aber kleine. Die sind richtig kuschelig. 1,20. Eine, hier das ist der große. Komm, Leonie. 1,20 mal 1,60. Warte, sag mal. So schön. Was denn? Ja, wir gehen. Sie hat schon das Bällebad gesehen. Komm. Ist ja gar keiner da. Ich bin ganz alleine. Ja, dann komm. Schuhe ausziehen. Wir essen natürlich erstmal was. Kleines. Da rein. Ja, genau da ist unser Stammplatz. Hau, ruck. Hoppala. Warte mal, Mama nimmt mal den Schnulli mit. Was hängt denn in den Bällen drin? Da sind auch Bälle. Essen. Da kommt sie gleich, gell? Essen gehen? Doch nicht. Wir haben diese Rustikapanne, die in der Zeitung im Angebot war. Lecker. Schau mal, wer dazugekommen ist. Hallo. Sie ist nur dazugekommen, weil es Essen gibt. Ja, zu Hause hätte ich dann keine Ahnung, was gegessen. So, wir haben ja nach diesem Angebot hier gesucht. In den Stühlen. Das ist der Stuhl-Abo. Gefällt uns jetzt nicht so. Unbequem. Langsam. Was? Oi, Mausi, Vorsicht. Du bist heute zu wild. Du schlägst dich überall den Kopf an heute. Langsam. Sitzt du gerade auf dem gleichen Stuhl, der daneben steht? Ja. Der ist bequem, oder was? Ja, bequem und, ne? Wie viel kostet der? Ja, der hat mal 160 gekostet, jetzt 69. Aber setz dich mal da drauf gegenüber dem anderen. Okay. Was ja, ist das ist auch wieder sowas. So Leder. Ja. Langsam. Hm. Langsam. Ja, die kosten auch so. Aber das ist das gleiche, oder? Ja, das ist das gleiche. Guck, die sind so beliebt, dass sie die gleich an jedem Tisch haben. Ah, der ist ein bisschen härter. Okay. Hier, sowas. Langsam, Leonie. Ja, aber der ist bequem vom Popo. Vom Popo? Und die Selina gezeigt hat hier mit dem. Nee, gar nicht. Warum gehen nicht zu IKEA? Sind so. Ja, gute Idee, Selina. Ahnung, weiß ich ja nicht. Fahren wir morgen zu IKEA? Ja, morgen muss ich arbeiten. Schade. Du hast 4 Tage Zeit. Da kann man schöne Küche. Ja. Schöne Küche, wow. Ja, die auch hier. Küche ist auch schön. Ja, aber das sieht nicht schön aus. Schwingstuhl. Die Küche ist schön hier. Oh, Leonie hat ein Bett gefunden für sich. Findest du das schön, das Bett? Machst du Haya jetzt? Oh, die Stühle finde ich so süß. Wenn der Anbau fertig ist, muss man sowas holen hier. Gell? Mit einem kleinen Tisch. Süß aus. Gibt's auch in Weiß. Das ist cool, gell, der Stuhl. Papa. Ich glaube, Papa schlägt hier um die Ecke. Guck mal. Papa schläft. Sie hat sich auch gerade ins Bett gelegt da. Alle müde. So, wir sind schon einige Zeit zu Hause. Die Kleine ist dann eingeschlafen, als wir hier angekommen sind. Die war so kaputt. Wir haben jetzt einfach unseren Cappuccino genossen oben und die Ruhe so ein bisschen. Haben uns auch ein bisschen auf die Couch geflackt. Leonie hat noch vorhin was geschenkt bekommen bei Mömax. Ein Besteck, voll süß. Wir haben nichts gekauft bei Mömax. Ich habe ja unten dann noch nach Salz- und Pfefferstreuer geguckt, gab es auch nichts. Und die Stühle, ja, wir haben dann noch am Schluss grau mit so Holz gesehen, hätte auch richtig gut gepasst. Aber die waren auch sehr niedrig, also 46
cm Höhe, genauso wie die Stühle. Die sind ja ein bisschen niedrig für den Tisch. Ja, müssen wir mal weiter gucken. Wir wollen auf jeden Fall mal zu Ikea. Hier ist übrigens Chaos auf dem Boden, weil Leonie hat mit den ganzen Bonbons hier gespielt vorhin. Wollen wir mal zu Ikea fahren, mal da vielleicht gucken. Vielleicht haben die da ein bisschen mehr Auswahl an Stühlen und vielleicht passt da irgendwas. Ja, ich wollte jetzt gerade die Spülmaschine, ist noch nicht fertig. Das ist ja gerade Melone geschnitten, lecker. Riecht voll nach Melone unten. Nehme ich jetzt mal mit hoch, weil Leonie bestimmt auch. Oder ich mache hier extra eine Schüssel, weil sie möchte immer alleine essen. Ach, was ich euch noch erzählen wollte. Also die Ärztin meinte ja, zu 85-90% hat sie uns das Geschlecht schon gesagt. Sie meinte aber, es ist noch nicht hundertprozentig. Und Roy meint jetzt, wir sollen warten, bis der Termin in 4 Wochen ist, bis wir es hundertprozentig wissen, dann verkünden und der Familie erzählen. Und ja, also jetzt beim 4. Kind kenne ich mich ja schon so ein bisschen aus. Ne? Also ich weiß ganz genau, was ich im Ultraschall gesehen habe. Ihr wolltet ein Update von diesem Putzmittel haben, was ich jetzt beim DM gekauft habe, von Meister Propper. Ich habe das jetzt hier eingesprüht, hier war nämlich alles fettig. Jetzt habe ich mit dem Zewa gewischt. Also ich muss sagen, es glänzt. Also wirklich so wie auf der Packung beschrieben. Gut, sehr gut. Und es riecht voll gut. Eine Orange, so richtig frisch. Ja, cool. Also, könnt ihr nachkaufen. Müssen unbedingt Fliegennetze kaufen für die Fenster. Wir haben überall richtig fette Fliegen drin. Leonie ist wahr. War nicht drauf. Boah, macht die Spülmaschine. Neue Spülmaschine. Guck mal. Die hat richtig tolle Arbeit. Ja, und trocken sogar. Cool, ne? Richtig. Guck mal, Leonie, du kannst die ganzen Bonbons hier rein aufräumen. Alle da rein machen. In die Tüte. Alle Bonbons da. Okay? Hier? Mama macht Essen. So, warte. Die machen wir hier auf. So, festhalten. Prima. So. Ich mache jetzt Nudeln und einen Gurkensalat. Lilly! Oh, hilfst du dem Papa? Warte. Süß. Hier hat es aber nicht sauber gemacht. Oh, oh mein Gott. Oh. Gleich zurückschicken, was soll das? Das ist immer so süß, hier liegt überall beim Wäsche aufhängen. Ja, jetzt, nein, nicht das. Das muss da rein. Aber hier, guck mal. Da ist noch was. Da ist noch was, musst du reingreifen. Das sieht's nicht, oder? Ja, ein Löffel. Guck mal, musst jetzt. Du richtig deine Arbeit machen. Weißt du, wo das hinkommt? In die Schublade. Jawohl, kräftig ziehen. Ja, zieh. Jawohl! Und jetzt gibt's einen Schubs. Ja, prima! Süß. Mit einem Schuh. Und auch noch falsche. Warum soll ich das jetzt immer machen? Das kannst du fertig. Noch machen. Bravo! Zack! Ganz toll. Nee, das muss da drin bleiben. Das ist ein Duft. Das sind 2 Gurken. Sieht irgendwie wohl wenig aus, oder? 2 Gurken. Vielleicht hättest du nicht, dass ihr noch wegschmeißen sollte, wenn die Schale. Aha. Die sind schon bereit. Super. Ja, warum hast du keinen Hunger? Du hast doch gar nicht gegessen. Hm? Ich habe in der Schule gegessen. Immer noch satt. Ich bin so verpeilt, ich stelle alles auf den Tisch, weil ich total vergessen habe, dass wir den Tisch haben. So Gewohnheit geworden. Und Roy guckt mich an, so, was er irgendwas falsch gemacht hat. Leonie hier hingestellt. Falsch verstanden, ich guck dich immer so an. Der möchte mal wieder lustig sein hier. Ich habe einen lustigen Stein gelegt heute Morgen. Ja, genau. So, Leonie ist bereit. Ich esse mir hier am Tisch. Okay, wir warten, es ist heiß noch. So wie der Papa. Heiß noch. So, ihr Lieben, ich habe mich dann auch schon geschlafen, ist 17 Uhr. Kriegst gleich Essen. Danke fürs Zuschauen und bis morgen um 11 Uhr. Tschüss. Ein Abo ist kostenlos für euch. Ja, Lukas meinte, ich muss es auch immer dazu sagen im Video. Outtakes. Mach das halt.